Ja, also ich bin halt als Startläufer, habe ich versucht, dass ich den Abstand so kurz wie möglich halt zu den Ersten. Und dann der Marco mit einer unglaublichen Leistung im letzten Anstieg hat er dann ein wahnsinns Loch zugemacht und ins Ziel einer ist er dann schwarz am Birn gewesen und hat das souverän heimgebracht. Okay, dann vielleicht nochmal ganz kurz vom Schlussläufer. Wie hast du es erlebt? Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Harald hat echt eine geile Leistung gebracht, auch auf der Läufe sowie auf der Schanzen. Und so ein Teamsprint kann immer zwei dazu und ich bin eigentlich sehr zufrieden. In der letzten Runde haben wir nicht gedacht, dass es noch mehr ausgeht, aber vielleicht haben es unsere deutschen Kollegen taktisch ein bisschen Unglück gemacht. Bei dem letzten Anstieg hätte ich eigentlich nicht mehr gesehen, dass es ausgeht, aber in der Abfahrt habe ich runtergerochen und nachher. Es ging doch gut zum Springen, obwohl es eigentlich schwierig gemeldet war heute von Wetterbedingungen, hauptsächlich Wind. Aber es ging gut durch, es war fair auf jeden Fall das Springen. Die Laufstrecke war wieder top präpariert. Und ja, zum Schluss, die letzte Runde war es dann schon ziemlich hart. Aber ich denke, wir können jetzt auf jeden Fall zufrieden sein mit zwei deutschen Mannschaften auf dem Podest. Das Rennen an sich war hart, aber es war auf jeden Fall sehr schön. Es ist ein schöner Wettkampf, eine schöne Form. Und ja, am Ende hat es für Rang 3 gereicht, nicht ganz knapp vorbei am Sieg. Aber im Endeffekt war es ein wirklich gutes Rennen.